Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Minecraft Unlimited. Der Server hatte jetzt eine Woche nicht richtig funktioniert, deshalb ist keine Folge gekommen. Soweit ich das aber sehe, ist aber trotzdem die Local Difficulty hochgegangen, weshalb die Skelette jetzt Helme haben und nicht verbrennen. Na super. Na gut, wir werden schon irgendwie klarkommen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ein paar Bäume abzubauen. Hey. Es gibt so eine Farmwelt, aber ich denke mal, ich darf hier schon, also zumindest auf meinem Grund, ist nicht mehr mein Grundstück, egal. So ein bisschen Baum abbauen sollte schon drin sein. Ah, doch, okay. So, okay, es laggt ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wie schlimm das ist. Ja. Okay. Okay. Dann packen wir das Holz mal hier rein. Wir fangen einfach mal an, ein Häuschen zu bauen. Auch wenn ich irgendwie kein gutes Gefühl habe, dass der neue Server. Naja, gut, jetzt scheint es einigermaßen zu gehen. So. Holen wir uns mal noch einen Baum. Und dann bauen wir uns mal ein kleines Häuschen, damit wir sicher vor den ganzen Mobs sind. Das ist erstmal. Sollten wir vielleicht auch erstmal eine Workbench und eine Axt bauen. Das wäre deutlich sinnvoller. So. Zack. Zack. Einfach ein bisschen Holz, ne? Und noch eins. Oder gibt es dann Holz? Ne, es gibt einen Typen, der Bäume anpflanzt, ne, aber keinen, der Holz abbaut. Von den Einwohnern. Aber es ist nicht so schlimm. Solange der die Bäume wieder anpflanzt, ist alles in Ordnung. So. Zack. Ein paar Stickies. Und dann können wir hier schon mal unseren Crafting Table hinsetzen. Jawohl. So, eins, zwei und wir machen uns mal Pickaxe. Und holen uns ein bisschen Stein. Ja, das ist Clay. Ja, vielleicht brauchen wir auch erstmal eine Schaufel. Aber ich würde die auch gerne gleich aus Stein machen. Das da hinten ist, glaube ich, ein anderes Grundstück. Da kann ich nicht einfach Kobbel klauen. Wo ist denn hier dieses Loch, in dem ich mich mal versteckt habe? Keine Ahnung. Gut, dann graben wir uns halt mit der Hand kurz ein Stückchen runter. Hauptsache, wir haben ein bisschen Stein. Jawohl, der ist auch schon Stein. Sehr gut. So. Ein Stein und zwei Steine. So. Dann haben wir drei Steine für eine Pickaxe. Eins, zwei. Ich hoffe, es fängt sich noch mit den Legs hier. Was ist das? Das ist was anderes, okay. Drei Steine für die Axt und dann nehmen wir noch ein bisschen Stein mit für die Schaufel und noch ein bisschen Bonusstein. So. Also, einmal. Moment, wir brauchen mehr Sticks. So, also.
Wir brauchen eine Pickaxe und eine Schaufel. Wir brauchen eine Axt. Und wir brauchen ein Schwert. So, Schwert, Schaufel, Pickaxe und Axt. Okay. Wo waren die Bäume? Hier waren die Bäume. So, dann muss der Baum hier gleich als nächstes dran glauben. Na komm, Baum. Puh. Ja, ich hoffe wirklich, dass sich das bald hier ein bisschen stabilisiert. Aber so ist natürlich, sagen wir mal, nennen wir es mal etwas schwierig. Das Holz. Versuchen wir mal parallel hier mehrere Bäume abzubauen. Ah ja, jetzt zum Beispiel gerade geht es ein bisschen besser. Und zack. Und Saplings. Ach, wir haben Fast Leaf Decay, oder? Das ist cool. So. Chuck. Einfach nur, damit wir in der Nacht ein bisschen geschützt sind. Okay, irgendein Farmer hat ein Problem, aber das ist jetzt gerade sein Problem und nicht meins. So. Ja, man kriegt ja mittlerweile sogar drei Türen. Das ist ja Luxus, ist das. Wenn man die dann noch richtig placed, dann ist das richtig gut. So, ihr kennt das ja. Der Standardkasten. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So ein paar Bäume noch. Zwei hoch reicht aus, damit keine Zombies oder sonst irgendein Gesindel hier reinkommt. Und das ist ja auch wichtig. So. Wir haben auf jeden Fall Pumps Harvestcraft, was cool ist. Was ist denn eigentlich da hinten? Oha. Eigentlich da hinten los, gucken wir mal. Yo. Da hat einer schon ein bisschen mehr gebaut. Aber gut, so weit sind wir noch nicht. Holen wir uns lieber einfach noch einen Baum. Heute Bäume klatschen, der Simulator. Klatschen Sie Bäume wie ein Profi. So. Zack. 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 Ja, noch einer. Zack. Noch einer. Zack. Und die Saplings nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. So, das sind dann nochmal 40 Holz. Ich würde sagen, das sieht grundsätzlich ganz gut aus. So. So. Eine Kiste brauchen wir dringend. Eine Doppelkiste. Um unseren ganzen Kram hier. Diese Palmsgärten sind natürlich irgendwie schon cool, aber ich glaube, ein bisschen sehr viel Stuff raus. So. Chuck, chuck. So.
Den Fisch nehme ich mal mit, den werde ich brauchen. So, der Rest kann hier in die Dinge. Ah, hier kann ich jetzt zum Beispiel Red. Okay. Ah ne, ne Chili ist das Chili. So. Alles klar. Haus, fertig. Jetzt schauen wir mal zu dieser Mining-Geschichte, ob wir uns da Erze rausnehmen können irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Fängt irgendwo das Leben an. Es dauert nicht mehr lang. Das war, glaube ich, hier. Ja, ich meine schon. So, und hier baut der Gerät also ab. Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant. Gehen wir mal wieder hoch. Die Frage ist halt jetzt auch, hat der jetzt Erze, die wir uns hier rausnehmen können? Inventory. Ja. Ja, hat er. Okay, also wir geben ihm jetzt ein bisschen Fischi. Vielleicht nicht ganz so viel. So, dann nehmen wir uns ein bisschen Kohle und Zertusquarz natürlich. Und Eisen ist wichtig. Kupfer. Ja, Kupfer. Lead. Cobblestone. Komm, Cobblestone kann man auch immer gebrauchen. Uranium, Tin. Okay. Dann kommen nehmen wir das andere Kupfer auch noch mit. Thorium, Lead, Uran. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber nachdem der jetzt wieder Essen hat, denke ich mal, wird er weitermachen oder braucht er dann jetzt auch noch eine Pickaxe? Ah ja, okay, Open Requests sind jetzt keine. Also er hat eine Pickaxe gebraucht. Ah, und jetzt geht der Typ da runter und holt uns Zeug. Sehr schön. Do your job, man. Okay, gut. Dann haben wir andere. Dann lassen jetzt andere Leute für uns arbeiten. Das ist hervorragend. Dann können wir direkt wieder weinen, weil wir keine Pickaxe mehr haben. Nee, wir machen uns jetzt einen Ofen, schmelzen das Eisen ein und machen uns eine Eisenpickaxe. Jawohl. Das ist ganz praktisch, weil so hat er uns, sage ich mal, die erste Mining-Session gespart. So. Ob wir jetzt wirklich 8 Öfen brauchen, ist die Frage, aber naja. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, 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 zack. Das ist wie ein Multicore-CPU. Einfach parallel arbeiten. So, bam, bam, bam. Das ist voll die Verschwendung. Und da das sowieso eine Kohle verschwenden wird, kann man das auch so machen. Das läuft eigentlich perfekt. So. Und wir haben Zertusquarz. Das ist wichtig. Wir brauchen halt Charged Zertusquarz, damit wir einen Charger bauen können. Denn, ich meine, ihr kennt mich, ne? Ihr kennt mich. Wir brauchen als allererstes erstmal Fetten im E-System. So. Modpack, ja, ich habe jetzt eine Workbench und 8 Öfen und eine Mähsystem. Das ist. Es gibt nichts Wichtigeres als ein Mähsystem. Ich sollte meinen Namen vielleicht in ME-Pixel umändern. Mache ich T-Shirts, erstmal ein Mähsystem. So. Aha. Ist ja jemand am Chatten? Oder was? So. Ja, es gibt ja eine Mining-Welt. Gehen wir mal in die Mining-Welt.
Dieses Geräusch, wenn man seine Tools ändert, ist irgendwie komisch. Egal. So. Erstmal in die Mining-Welt. Ich frage mich auch, was mit dem Typen ist, dem wir jetzt die billige Steinhacke gegeben haben. Er steht jetzt nicht hier oben, der ist echt da unten und arbeitet. Naja, wir springen da mal lieber nicht runter, sonst sind wir tot. Ich glaube, das war hier und dann da. Zack. Mining, mit Oberfläche. Schick. Also ich denke mal nicht, dass hier irgendjemand schon eine Query hat oder sowas. Gibt es hier eine Query? Query. Es gibt einen Builders-Block. Ah ja klar, die Query von Mine Colonies ist natürlich der Typ. Aber es gibt einen Builder-Block. Da. Der Builder braucht eine Enderperle, ein paar Bricks, ein bisschen Lapis Lazuli, bisschen Gold. Und Energie. Wie kriegen wir eigentlich Energie? Haben wir Big Reactors oder. Nee, die heißen jetzt anders, ne? Die heißen jetzt. Nee. Haben wir nicht. Wir haben Nuclear Craft. You have updated Nuclear Craft. So the rules and new reactors. Then Okay, es funktioniert jetzt alles ganz anders als früher. Alles klar. Gut, vielleicht ist es jetzt nicht ein Buggy. Und wir haben Mechanism Generators. Reaktor Frame, Reaktor Port. Aha. Das scheint jetzt auch irgendwie anders zu funktionieren. Oder ist das jetzt hier von Mechanism Generators ein Fissionsreaktor? Das kann natürlich sein, dass es von Mechanism jetzt auch einen Fissionsreaktor gibt. Achso. Ist das hier Wasser? Ja, okay. Ist nicht gefährlich. Ist das gefährlich? Erstmal reinspringen. Oh, doch, da vorne hat jemand, glaube ich, schon eine Query aufgestellt. Ja. Not enough power. Kann ich hier schauen, wem das gehört? Nein, kann ich nicht. Schade. Hat es jemand geclaimt hier, das Gebiet? Ach, Wilderness steht da. Ah, okay. Chaos Crafter, Wilderness. Alles klar. Alles klar. Ich wollte nur ein bisschen spionieren. So. Wir können ja mal kurz ein bisschen in den Boden gehen. Ah, guck mal. Hier in der Mining World ist es lagtechnisch ein bisschen besser. Das ist gut. Kohle. Kohle nehme ich gerne mit. So. So. Und so. Eigentlich brauche ich für den Anfang nur ein Charge Zertus Quarz. Wobei wir eigentlich ehrlich gesagt keine Energie haben, um im E-System zu bauen. Okay, jetzt ist es gerade ultra dunkel. Das ist nicht so gut. Wir holen uns mal hier die Kohle. Das glaube ich müsste man wieder sehen. Ja, am besten schreibt ihr mal in die Kommentare, womit wir anfangen sollen. Also wir werden auf jeden Fall ein Mähsystem bauen. Aber ohne Energie bringt uns das halt nichts. Da ist die Frage, fangen wir dann mit Mechanism vielleicht an, Mit Mechanism wäre wahrscheinlich eine gute Idee, glaube ich. Aber da würde mich eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. So. Zack, zack, zack. So. Okay, also die ganzen Geräusche hier sind schon irgendwie cool. Wenn dann auf einmal so ein Habicht runterstürzt und einen auffrisst, das wäre mega. Ich glaube, ich kann aber hier Worker Level 2, Higher Worker. Kann ich das hier machen? Upgrade Building. Das braucht er dafür quasi, oder? Okay.
Repair Building, Inventory. Das ist ja nicht so der Wahnsinn. Kann ich irgendwie mehr Workers hiren? Nee. Nee, man kann es nur upgraden. Mit Cobblestone, das Spru- okay, man braucht halt Spruce Wood. Alles klar. Vielleicht holen wir dann später ein bisschen Spruce Wood. Und graden die Quarry da ab. Und dann geben wir ihm noch eine Deer Pickaxe und so ein Schissel und dann gucken wir mal. Ah. Hallo Schweinchen. Die Mod, die hatten wir in Unity nicht, weil die zu Lags und Abstürzen geführt hat. Aber vielleicht geht's ja hier. Ja. Schauen wir mal. Mechanism. Optimalerweise würden wir ja jetzt anfangen wie in Electric Bow. Okay. Nice. Anfangen wie in na, ihr wisst schon. In Overgrown, dass wir quasi. Ja gut, wir brauchen erstmal so eine Basic-Energieversorgung, so ein Solar Generator. Aber dafür brauchen wir. Wie sollen wir denn. Ah, da gibt's diesen Heat Generator, genau. Den müssen wir als erstes bauen. Den Heat Generator und dann müssen wir das hier noch bauen. Und es ist gerade jemand in Lava gestorben. Heat Generator, dafür brauchen wir einen Ofen, Kupfer, Eisen, Osmium. Ah, wir haben kein Osmium. Schwierig, schwierig. So, Eisen. Okay, Kupfer wird zum gleichen Kupfer, das ist schon mal sehr schön. So. Alles klar. Dann hätten wir das dann. Ja, wir müssen dann einfach demnächst mal ordentlich minen gehen, ne? Das hilft alles nichts. So. 60 Torches. Oh, ich habe kein Bett. Ich habe kein Bett. Nein. Es tut mir leid, ich habe kein Bett. Das sind die ganzen Mobs, die uns alle umbringen wollen. Aber ich sehe schon, wir sind auch schon wieder bei 22 Minuten. Deshalb kann ich die ganzen Leute hier unterstützen, indem ich einfach rausgehe. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.